Das Wort hat der Kollege Harald Koch für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden die vergangenen Monate etliche Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern eingegangen sein, die Sorge um ihr mühsam Erspartes haben. Es klang ja hier auch schon bei Dr. Sieling durch. Viele haben in der Finanzkrise auch durch hochriskante, intransparente Finanzprodukte, die ihnen als sicher und renditeträchtig verkauft wurden, eine Menge Geld verloren. Auch die Verschuldung durch verantwortungslose Kreditvergaben ist ein großes Problem. Von mehr als 6 Millionen überschuldeten Menschen sind gut 85% nicht selbst für ihre Lage verantwortlich. Meine Damen und Herren von der Regierungsbank, Sie dürfen nicht länger zulassen, dass tausende Menschen ihre Rücklagen für das Alter, für die Pflege oder für Notfälle verlieren bzw. finanziell gar keine Zukunft mehr sehen. Viel zu spät wurde in Deutschland, aber ebenso weltweit, bemerkt, dass eine Regulierung der Finanz- und Kreditmärkte auch als Verbraucher- und Anlegersicht dringend geboten ist. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es wäre schön, wenn nicht immer so lange gewartet würde, bis das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Die SPD verkündet im Titel ihres Antrages, aus meiner Sicht etwas großspurig, ein Gesamtkonzept. Doch über die Kreditvergabe als wichtigste Finanzdienstleistung und die damit verbundenen Probleme verliert der Antrag kein Wort. Die Linke fordert beispielsweise eine Stärkung der Schuldnerberatungsstellen. Die SPD hätte, wenn sie es ernst meinte, ihre Forderungen bereits letztes Jahr umsetzen können, weil die Forderungen meist von Linken und Grünen übernommen worden sind. Stattdessen verfolgte die SPD während ihrer Regierungsbeteiligung andere Interessen. Mit dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, kurz genannt ZAG, hat sie für eine Verbreitung von Wildwestmethoden im Bereich der Kreditkartenkredite beigetragen. Trotz dieser großen Lücke enthält der SPD-Antrag, und das möchte ich betonen, nach den kritischen Anmerkungen, viele unterstützenswerte Forderungen, die linke Positionen aufgreifen. Auch die Linke will die unabhängige Finanzberatung ausbauen und sagt Nein zum Provisions- und Profitstreben in der Finanz- und Versicherungsbranche. Honorarberatung bedeutet nicht zwangsläufig mehr Qualität, doch ohne die Überwindung provisionsgetriebener Beratung und produktbezogener Verkaufsvorgaben gibt es auch keine wirklich unabhängige Beratung. Warum sorgen wir hier zum Beispiel nicht dafür, das Berufsbild eines zertifizierten Finanzberaters zu etablieren? Warum? Auch die gesetzlichen Regelungen zu Beratungsprotokollen weisen viele Lücken auf, die eher die Berater vor Haftungsrisiken schützen als den Beratenden. Produktinformationsblätter sollten einheitlich Risikoklasse, den maximal möglichen Verlust sowie die tatsächlichen Gesamtkosten ausweisen. Die Linke fordert für beide standardisierte und insbesondere verbindliche Verfahren. Ein Finanz-TÜV muss ferner wichtiger Bestandteil der Finanzaufsicht sein. Finanzprodukte sind vor ihrer Zulassung auf Verbraucherfreundlichkeit, wirtschaftliche Nachhaltigkeit, Sozial- und Umweltverträglichkeit sowie Risikopotenzial zu prüfen und zu klassifizieren. Gefährliche und schlichtweg überflüssige Produkte, die nur der Spekulation im globalen Finanzcasino dienen, müssen endlich vom Markt genommen werden. Meine Damen und Herren, der finanzielle Verbraucherschutz muss gesetzlich verbindlicher geregelt und gestärkt werden. Erstens durch Regulierung und Entschleunigung der Finanzmärkte, unter anderem durch eine Finanztransaktionssteuer, sowie durch Maßnahmen für eine verantwortungsvolle Kreditvergabe. Zweitens, Kollege Koch, achten Sie bitte auf das Signal. Ja, durch die Entschlackung der für die Privatanleger schier undurchschaubaren Masse an Finanzprodukten und drittens vor allem durch bessere Regulierung
Transparenz und Verständlichkeit der verbleibenden Produkte. Dankeschön.